yeah, Elektroschrott. Es gibt Scheiße, es gibt billige Scheiße. Und dann gibt es noch Scheiße, die so billig ist, dass es eigentlich schon nicht mehr so stört, dass es auch ein bisschen Scheiße ist. Ich habe mir da was gekauft und da möchte ich euch erzählen, in welche von den Kategorien das fällt. Bei solchen Geräten wie dem Receiver, den mir der Philipp im letzten Paket geschickt hat, bringe ich es einfach nicht über mich, sie direkt auf den Müll zu schmeißen. Ich hole lieber vorher die Bauteile raus, um die dann in 10 Jahren auf den Müll zu schmeißen, genau wie Kollege Rogalinski das neulich auch schon festgestellt hat. Damit das vernünftig geht, braucht man aber so ein bisschen Werkzeug, weil solche Buchsen hier zum Beispiel auslöten ist gar nicht so einfach. Und deswegen verwenden Profis, wie Paul, so eine schicke Lötabsaugpumpe. Tja, sowas besitze ich nicht. Und nachdem ich mir den Stifttoaster gekauft habe, habe ich diesen Monat keine Kohle mehr dafür. Und deswegen habe ich mir spontan gedacht, Mensch, Dicker, leg dir doch mal sowas hier zu. Ich habe nämlich sowas ähnliches bei dem Ben Heckendorn in seiner Sendung gesehen, der verwendet sowas. Es handelt sich um eine Wellemann VT Desol 3 beheizbare Entlötpumpe. Also im Grunde genommen ist das die beheizbare Version hiervon. Das ist ja so ein Klassiker der Löterei. Ne? Man geht mit dem Lötkolben bei, macht warm und dann macht man hier so zapp und dann schneidet das hier raus und zieht das Lötzinn raus. Nachteil bei der mechanischen Variante hier ist halt die, dass man ziemlich flott sein muss mit Anheizen und Absaugen. Und wenn es nicht genau passt, dann zieht man nur die Hälfte rein. Ja, ekelig. Gut. Also habe ich mir gedacht, was kann schon schief gehen, wenn ich mir bei eBay für, ich glaube, 6,50 Euro plus 2 Euro Versand so einen Kram hier kaufe. So richtig verkehrt kann es ja nicht sein. Also, naja, habe ich mir mal besorgt. Ich werde jetzt schon mal dieses Teil hier warm machen und warm laufen lassen und während das passiert, bauen wir ein Gerät auseinander, aus dem ich dann so ein paar Einzelteile räubern kann. Ne? Man muss ja schließlich realitätsnah testen. Ich hatte erst daran gedacht, das Phipsons alten Receiver effektvoll mit einem Hammer aufzumachen, weil das ist, was ihr ja gerne seht. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das Gehäuse eigentlich so ganz cool aussieht. Und ich das eventuell gerne für den Einbau eigener Projekte weiterverwenden würde. Und deswegen habe ich mir überlegt, naja, heute mal keinen Hammer. Wow. Hier nebenan wird gerade der Lötkolben heiß. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber da qualmt es richtig raus. Ist also offensichtlich irgendwie beschichtet innen drin. Und da kokelt jetzt erstmal die Beschichtung ab. Und ich sag euch, das stinkt wie Otze. Ist ja lustig, dass Philips Receiver ein Philips Receiver ist, aber gut, okay. Naja, ist schon das eine oder andere in Throughhole dabei, womit man mal ausprobieren kann, ob das Gerät da auch noch was anderes kann als stinken. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit so einer relativ schwierigen Übung an. Und zwar direkt das Entlöten von einem Pin, ohne dass ich vorher nochmal mit ein bisschen frischem Bleizinn dabei gehe. Das Zinn hier ist wahrscheinlich bleifrei und das bedeutet, dass der Schmelzpunkt recht hoch ist. Der Kolben hier hat gerade mal so pimmelige 30 Watt. Das kann man eigentlich völlig reiben. Und jetzt wollen wir erstmal sehen, ob der das hier überhaupt zum Schmelzen bringt. Das sieht sehr mittelprächtig aus. Finde ich jetzt gar nicht mal so fürchterlich überraschend. Ich hatte schon angenommen, dass da wahrscheinlich zu wenig Power da ist. Deswegen habe ich den richtigen Lötkolben schon mal angeheizt. Mir das alte Billig, Blei, Lötzinn, Food ausgesucht und zinne hier jetzt einfach noch mal ein bisschen nach. Einfach nur, um dafür zu sorgen, dass die Wärmeübertragung vernünftig klappen kann da. Schauen wir noch mal, was sich jetzt tut. Oh ja, damit geht's. Super. Also mit so ein bisschen frischem Zinn sofort astreine Ergebnisse. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt fast erstaunt davon. Damit hätte ich nicht gerechnet. Kennt ihr das? Abgesehen davon, dass das Teil immer noch qualmt und stinkt, das ist wirklich gut. Also,
Ich habe jetzt natürlich keinen Bock, so eine ganze Skatbox so auszulöten. Vielleicht tue ich das nachher noch. Was ich jetzt für das erste Mal tun werde, ist, dass ich mal den Infrarotsensor hier abmache. Da gehe ich mal sicherheitshalber gleich mit ein bisschen Lötzinn bei. Da scheint mir das Problem zu sein, dass die Lötspitze, die Düse hier, eigentlich ein bisschen zu grob für den Anwendungsfall ist. Wenn sich das hier mal anschaut, das hat nicht so schön geklappt. Ja, obwohl. Locker ist er. Na. Ja, habe ich doch noch geschafft. Das kleine Mistteil ist raus. Und er scheint mir nicht mal kaputt zu sein. Na gut. Lass ich gelten. Also, was ist das Fazit zu dem Teil? Ist jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also man kann schon halbwegs was damit entlöten. Ich habe hier noch so ein paar Kondensatoren aus den Löchern hier rausgezogen und da oben noch so ein paar Sachen. Tuner habe ich ausgelötet aus dem Teil mit ziemlich vielen Pins. Dafür musste ich nicht mal nachzinnen, weil ja mit ein bisschen Übung kriegt man es auch so hin. Dieses Teil hier, das ich eigentlich haben wollte, habe ich nicht rausbekommen, weil da die Pins zu dick sind. Da rächt es sich, dass man nur diese eine Entlötspitze hat und die eigentlich ziemlich muckelig ist. Ja. Aber eigentlich das Einzige, was wirklich genervt hat, ist, dass hier in dem Bereich das Gerät unglaublich heiß wird. Also da hat man nach einer Zeit echt warme Pfoten. Und das hat Firma Willemann nicht so gut in den Griff gekriegt. Sprich, für längere Entlöt-Sessions oder so, könnt ihr vergessen. Aber wenn man nur mal so ein paar Teile rauskriegen muss, mal eben einen Kondensator auslöten oder so ein Zeug, ist das Teil eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Also dafür den Zehner oder was ich da bezahlt habe. Nee, ist in Ordnung. Kann man eigentlich kaufen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil man sieht zum Beispiel hier, ich zoome mal ran, man kann damit schon durchaus die Platine ziemlich verkratzen. Aber gut, das liegt wahrscheinlich einfach in der Natur der Dinge. Ja, gibt bessere Geräte, diese Absaugpistolen sind geiler, aber ich glaube, für das, was ich brauche, reicht es erstmal. Und wenn ich mal an irgendwas komme, wo ich mit den 30 Watt von dem Teil nicht klarkomme, mache ich es einfach von der anderen Seite her mit meinem Stifttoaster warm, dann wird das schon irgendwie passen.